Ja, grüß Gott und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Teezeit. Ja, liebe Zuhörer, schon lange nichts mehr wieder von mir gehört. Das lag einerseits daran, dass ich eine Woche verreist war und dann leider wieder ein wenig gesundheitlich angeschlagen war. Ja, meiner gesundheitlichen Situation hat sich leider nichts großartig geändert. Ja, ich habe im Urlaub das Experiment gewagt, mal doch wieder ein bisschen mich dem Rauchgenuss hinzugeben. Das war keine gute Idee. Ja, das hat man gleich gemerkt und vielleicht war das auch so ein bisschen der Grund. Ja, vielleicht waren dann die Schleimhäute quasi ja angeschlagen und ich bin krank geworden. Deswegen, wie gesagt, zurzeit bin ich da sehr zurückhaltend. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Es ist ja nicht so, dass ich das möchte. Es ist wirklich so. Ich bin ja, ihr kennt mich ja, ihr kennt den Kanal jetzt schon eine ganze Weile. Ich rauche wirklich sehr gerne und das ist für mich ein Hochgenuss. Aber naja, zurzeit nicht machbar, weil wenn mit Freud so viel Leid einhergeht, dann wartet man lieber. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen ja nicht, sage ich mal, ja, komplett ohne Genüsse auskommen, sondern dann wenden wir uns einfach dem Machbaren zu. Und das ist heute mal wieder ein Tee. Heute gehen wir mal in eine ganz andere Richtung. Das letzte Mal hatten wir einen wunderschönen Schwarztee. Und heute haben wir einen grünen Tee. Ja, grüner Tee ist nicht Allermanns, ja, Cup of Tea, sozusagen, ja. Das war lange Zeit bei mir auch so. Warum? Naja, also wenn wir in Deutschland an Tees denken, dann denken wir eben häufig an Beuteltee und wir denken auch häufig an eine westliche Zubereitung dieses Tees. Und selbst wenn man die Tees, also grüne Tees, in Beuteln kauft oder häufig auch die Auswahl aus dem Supermarkt, ja, da bin ich nie so ganz auf meine Kosten gekommen. Bleiben wir mal bei den Beuteln. Selbst wenn man sie nur kurz hat ziehen lassen, hat man immer das Gefühl einer, ja, einer absoluten Bitterkeit. Und das hat mir nie gut gefallen. Ich habe das nie ganz verstanden. Für mich war grüner Tee so ein Gesundheitsding. Das haben halt Leute getrunken, weil es gesund war. Und das hat mit Genuss wenig zu tun. Und da steht eher im Vordergrund, dass es eben gesund ist. Und ja, bis ich einfach mal vor ein paar Jahren angefangen habe, Tees anders zuzubereiten, nämlich entweder mit dem Gaiwan oder mit dem Gongfu-Kännchen, das ihr schon aus dem letzten Video kennt, und die Ziehzeiten enorm zu reduzieren und vielleicht sogar die Menge des Tees enorm zu erhöhen. Ja, wir reden dann mitunter wirklich von im zweiten oder dritten Aufguss von 5 bis 10 Sekunden Aufgüssen. Ja? Ja, aber welchen Tee haben wir denn heute hier? Wir haben da, wenn ein Japaner zuhören sollte und ich hier die Worte zerstückle und seine Muttersprache in den Dreck ziehe, dann tut es mir sehr, sehr leid. Ich weiß nicht genau, wie man alles ausspricht. Ich werde es einfach aussprechen, so wie ich mir das denke. Also wir haben den Matcha-Iri Genmaicha Kirishima. Das ist ein grüner Tee, aber es ist nicht nur Tee. Es ist nämlich, da steckt das Wort Genmaicha drin. Und Genmaicha bedeutet bei den Japanern immer, dass da eine Extra-Zutat drin ist, und zwar gerösteter Reis. Man könnte auch sagen, schon so leicht aufgepoppter Reis. Ja, wie man das vielleicht aus manchen Frühstückscerealien kennt oder aus, ja, irgendwelchen Süßspeisen. Da gibt es ja auch solche, ja, vielleicht kennt ihr noch das von euch, dieses Nippon, ja, dass das so aufgepoppt ist. Sieht schon fast aus wie Popcorn bei manchen Sorten des Genmaicha. Ja, ich werde einfach mal vorlesen. Also übrigens, der Tee ist vom Teekontor in Kiel. Übrigens eine super Adresse, die haben ganz, ganz tollen Tee. Jeder Couleur sozusagen. Natürlich spezialisiert, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, halt auch wirklich auf echten Tee. Also nicht, natürlich gibt es da auch Früchte und Kräutertees und Rooibos und so weiter und so fort. Aber Hauptfokus natürlich schwarzer Tee, grüner Tee,
weißer Tee, Oolong, Pu'er und so weiter und so fort. Ja? Also lesen wir einfach mal vor. Dieser hochklassige Genmaicha ist eine Mischung aus feinem Sencha und geröstetem Bio-Vollkornreis mit einer Veredelung aus Matcha. Was ist Matcha? Das kennen vielleicht manche von euch auch. Matcha ist so ein ganz, ganz fein gemahlenes Pulver. Ja, das ist eigentlich eine eigenständige Teeform, die auch eine eigenständige Zubereitung ja, erfordert. Das werden wir hier auf dem Kanal auch mal nochmal durchgehen. Ich habe auch einen guten Matcha-Tee hier. Ich habe auch eine Matcha-Schale und diesen Besen und so weiter und so fort. Dann werden wir das auch mal zusammen ausprobieren. Aber nun weiter im Text. Der Matcha-Iri Genmaicha zeigt sich am Gaumen nicht, wie sonst üblich, dominant nussig-röstig, sondern hat als passenden Gegenspieler auch frisch vegetabile Noten. Würde ich das jetzt mal aussprechen. Also, ne, schmeckt ja gemüsig, könnte man auch sagen. Das Ergebnis ist eine bekömmliche, ausgewogene, perfekt gelungene Mischung voller Harmonie. Ideal für die kühlere Jahreszeit oder auch zu Mahlzeiten unbedingt probieren. Ja, genau. Also jetzt haben wir quasi bequatscht. Das ist ein Grüntee, ist ein Sencha, den kriegt man auch so häufiger zu kaufen. Ja, das ist so, wenn man sich den Tee anguckt, das sind so, wenn ich jetzt Nadeln sage, stimmt es wahrscheinlich nicht, aber so sehen sie aus. Es ist ein ganz, ganz flach gepresste grüne Blätter. Dazu kommt dieses Matcha-Pulver, das überall so ein bisschen anhaftet, finde ich. Und eben diesen gerösteten Bio-Vollkornreis. Ja, also, gehen wir mal ins Setup. Ich habe hier das Gongfu-Kännchen wieder genommen. Ich habe, ja, ich will jetzt mal sagen, ich bin da nicht ganz genau. Ich habe da keine Feinwaage zu Hause. Ich gehe da so immer ein bisschen nach Gefühl. Das ist manchmal auch falsch. Mein Gott, dann muss man halt ein bisschen mit dem Wasser regulieren oder eher mit den Ziehzeiten. Ich würde sagen, dass ich so irgendwas zwischen 3 und 5 Gramm genommen habe. Wenn es, was weiß ich, 2,8 gewesen oder 5,1. Ich denke eher, dass ich mich irgendwo in der Richtung befunden habe, zwischen 3,5 und 4 Gramm. Ja, das habe ich in das Kännchen gemacht. Habe Wasser nicht gekocht, das wäre ja fast schon falsch zu sagen. Ich habe es auf 65 Grad erhitzt. Man kann bis zu 70 gehen bei dem Tee, würde ich sagen. Und ja, habe zum ersten Mal aufgegossen. Den ersten Aufguss, den habe ich so knapp, also 50 Sekunden bis eine Minute ziehen lassen. Ja, und habe ihn dann gleich ins Abkühlkännchen und dann in die Tasse. Das Kännchen hat so ein Fassungsvermögen von 200 Millilitern. Und die Tasse nur so, sag ich mal, von 100. Das heißt, zwei Tässchen pro Aufguss. Ja, also wenn wir den Matcha Iri Genmaicha Kirishima trinken, dann haben wir jetzt ja gerade gelesen, dass er nicht so röstig sei. Ich finde das nicht so. Also, ja, der ist schon, der hat schon seine nussige Note. Also, wer von euch beispielsweise, ja, dieses, wie heißen die denn, diese Smacks, diese Puffs, diese Frühstück-Puffs kennt. Diesen Charakter hat der doch ganz deutlich, finde ich. Was aber stimmt, dass da so eine gemüsige Note mit dazu kommt, weil wenn wir am bereits aufgegossenen Blattgut riechen, dann hat das so eine tolle Note, und zwar zwischen zwei verschiedenen Sachen, die ich ziemlich genau einordnen kann. Einmal eben dieses Frühstückszerealien-Aroma und auf der anderen Seite durch diesen Sencha, der übrigens aus Samen gezogen ist, also es sind 100-jährige Zaireif-Pflanzen. Und ja, dadurch hat er so ein bisschen, falls ihr das kennt, diese Sushi-Blätter, ich glaube, die heißen Nori-Blätter. Diesen Charakter hat so ein bisschen nicht fischig, sondern ja so algig, aber angenehm algig. Das hat man aber auch wirklich im Geschmack. Also da ist das Nori aber weg, aber dann verwandelt sich eben dieser Nori-Geruch in so was Gemüsiges zusammen mit so einem ja, Frühstückszerealien-Geschmack. Der Tee ist wirklich nie herb, nie bitter, nie aufdringlich. Es ist ein unglaublich leckerer Tee. Ich habe den Tee insgesamt dreimal aufgegossen. Es wäre bestimmt noch mehr drin gewesen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich hatte nach drei Aufgüssen ehrlich gesagt auch keine Lust mehr. Sondern also ne, habe ich 600 Milliliter Tee getrunken. Dann ist auch mal gut für mich. Also
manche Leute, ne, die gehen auch bei, oder bei manchen Tees ist es auch völlig normal. Also wenn ich einen Pu'er-Tee habe, einen gepressten Tee, da kann ich 8, 9 Aufgüsse machen, da manche. Das ist auch okay, das sind dann auch die Trinkmengen kleiner. Ja, da macht man häufiger, wenn man es zum Beispiel mit Gaiwan macht, dann hat der Gaiwan vielleicht 120 Milliliter und da kann man dann auch so und so viele Aufgüsse mehr machen. Einen Wasserbauch wollte ich jetzt auch nicht haben. Also 600 Milliliter ist schon ein Wort auf ein Setting. Beim zweiten Aufguss, also ich muss sagen, weder hat dieser Tee sich großartig verändert, noch hat er an Aromenvielfalt verloren. Man muss sagen, dass das Reisaroma vielleicht tendenziell ein bisschen mehr zugenommen hat. Nach hinten raus. Vielleicht liegt es daran, dass er einfach am Anfang ein bisschen härter ist und ein bisschen braucht, bis er aufquillt und die Aromen abgibt. Aber im Kern blieb dieses wunderbar milde, gemüsig, röstige, nussige Aroma vom Anfang bis zum Ende. Und es ist ein super leckerer Tee, der vielleicht den Kritikern des grünen Tees, falls sie, ja, da ihren Aber, so wie ich den ja auch hatte, überwinden wollen. Vielleicht haben sie da die richtige Adresse dafür, finde ich. Also ich könnte es mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das dem einen oder anderen gut munden würde, der denkt, bah, grüner Tee, geh mir bloß fort damit. Was das Koffein darin angeht, kann ich nicht viel sagen. Ich bin da eh, muss ich ehrlich sagen, ziemlich resistent. Man fühlt sich nicht unbedingt wacher danach, aber man fühlt sich auch nicht, ja, irgendwie niedergeschlagen oder ähnliches. Es hat bestimmt seine Wirkung, seine anregende. Was ich vielleicht auch noch sagen muss für die weiteren Aufgüsse, da hat sich an der Temperatur nie irgendwas geändert. Ja, also nie. Erster Aufguss, 70 Grad, eine Minute, zweiter Aufguss, 70 Grad, ich würde sagen, ja, was weiß ich, 7, 8 Sekunden, also wirklich rein, raus, fertig. Und beim letzten Aufguss dann noch 5 Sekunden maximal rein, raus und fertig. Also insgesamt ein super leckerer Tee, der nicht im hohen Preissegment angesiedelt ist. Also 100 Gramm kosten hier 9,90 €. Wie gesagt, er ist Bio, er kommt aus Japan, er ist aus einem kleineren Teegut, das der Importeur Tekkon Torkil auch selber häufiger besucht und wohl auch befreundet ist mit den Teebauern. Sieht alles sehr, sehr toll aus. Ja? Also es ist wirklich ein hochwertiger Tee, den man sich mal gönnen kann. Vor allem, wie gesagt, dass viele Menschen hier im Westen kennen ja das mit diesem Reis gar nicht. Das ist ein ganz neues Geschmacksprofil, was den einen oder anderen begeistern könnte. Vielleicht habe ich das ja heute auch schon geschafft bei euch und ihr denkt euch, jo, das kann man gut und gerne mal ausprobieren. Traut euch dran. Wie gesagt, solche Sorten von Tee haben mich wieder für den grünen Tee begeistern können. Und ja, probiert es einfach aus. Ich wünsche euch auf jeden Fall sehr, sehr viel Genuss mit je nachdem, was für einen Tee oder Kaffee ihr trinkt. Und ja, mir bleibt fast nichts anderes zu sagen, als ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Und ganz, ganz wichtig, niemals vergessen, Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.